Hallo zusammen und weiter geht es jetzt mit Ghost Recon. Ich möchte jetzt die erste Nebenmission starten und zwar dem Fischer sein Metall zu bringen. Des Weiteren würde ich gerne mit dem Hubschrauber, der hier vor der Höhle steht, fliegen, um so die Insel weiter zu erkunden. Ich würde gerne so ein Gefühl bekommen, ob die Fahrzeuge, sprich der Hubschrauber, sich ähnlich fliegen lässt wie im alten Wildlands. Und dann sehe ich mal weiter, was ich dann noch so an Missionen mache. Viel Spaß beim Zusehen. Bei Wildlands war es ja so, dass man geführte Missionen bekommen hat. Ich hoffe, dass das hier auch so ist. Ansonsten muss ich halt alles auf eigene Faust erkunden und dann halt ganz viel mit der Kamera, der Drohne observieren, mit dem Hubschrauber überall rüberfliegen, mit dem Auto fahren, um die Insel und damit auch die ganzen Lootplätze sauber zu finden. Aha, interessant. So wie ich gerade sagte, hier gibt es auch den geführten Modus. Den werde ich jetzt erstmal spielen. Alles andere kommt dann später. Diese Waffe hier habe ich sicherlich bekommen, da ich auch The Division spiele. Das gab es damals schon bei Wildlands, so ein Cross, ja, Play ist es ja nicht, aber so eine Cross-Vermarktung. Wer das eine Spiel hat, bekommt Waffen aus dem anderen Spiel. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das Teil fliegt. Ja, ganz angenehm. Fühlt sich ein bisschen träger an als bei Wildlands, aber es geht ganz gut. Die Funktionalitäten sind auch ähnlich wie bei Wildlands. Wollen wir mal ein bisschen Schub geben, dass wir höher... Oh, oh, oh. An Höhe gewinnen. Da hinten ist unser erstes Ziel. Da will ich dann mal hin. Ich würde jetzt gerne landen, aber so wirklich mit Steuerung geht der Schub nicht weg. Ich komme irgendwie hier nicht runter. Ganz merkwürdig. Ich fliege nochmal im Kreis. Probiere ich das gleich nochmal. Dann versuche ich mal ein bisschen einzunicken vorne, dass ich runterkomme. Vielleicht klappt das ja. Es geht wohl ein bisschen besser, aber normalerweise müsste der Hubschrauber jetzt den Sinkflug übergehen und senkrecht landen. Das macht er aber irgendwie nicht so richtig.
Ich habe sowieso den Eindruck, dass das Spiel an vielen Stellen noch buggy ist. Besonders wenn ich meine Spielfigur bewege, bleibt sie öfters an Gegenständen hängen. Was jetzt? Ups. Bin ich jetzt raufgekommen versehentlich? Jetzt erzählt er mir was. Einsatzzielübersicht. So, lassen jetzt. Mitten im Spiel. Sehr komisch. Jetzt muss ich mich da auch durchklickern. Jetzt speichert er. Tja, entweder bin ich da gerade versehentlich auf die Taste gekommen, oder das kam voll automatisch, weil er erkennt, dass ich hier irgendwie nicht landen kann. Weil es unter mir sind Feinde, also ich müsste jetzt landen können. Müssen wir abwarten, wenn ich nochmal einen Kreis fliege, ob ich dann da runterkomme. So, jetzt endlich verliert der Hubschrauber an Höhe. Also das ist mir jetzt nicht ganz klar, warum das vorher nicht funktioniert hat. Jetzt komme ich so runter, wie ich das auch in Wildlands auch gewohnt bin. Nach unten nicken und Schub wegnehmen, dann sinkt der Hubschrauber. Und dann irgendwann kann man in den senkrechten Landeflug gehen. So gefällt mir das. Das Spiel ist jetzt auch abgestürzt. Ich bin Gott sei Dank wieder in der Nähe des Ausgangspunktes gespawnt. Dann wollen wir das Ganze nochmal spotten und dann mal auf die Gegner draufgehen, dass ich einmal ein bisschen hier Kampferfahrung kriege und weiß, wie sich die Waffen und das andere Equipment anfühlen. So, jetzt kann ich das Zielfernrohr benutzen und den auch spotten. Aber da ist gar kein Gegner. Er zeigt mir trotzdem was an. Also, Kameraperspektive über die Schulter. Gut. Dann werde ich gleich mal die Drohne benutzen. Die müsste ich schon in meinem Inventar haben, da ich ja vorher jemanden erledigt hatte, der mir die Drohne zur Verfügung gestellt hat. Das gibt's doch nicht. Jetzt hat die Drohne auch einen Bug. Ich kann die nur nach links fliegen. Rechts geht nicht. Was ist das? Jetzt wieder ein Stückchen rechts. Nee. Rechts geht nicht. Was ist da los? Tutorial. Will ich aber nicht. Nee. Rechts geht nicht. Was ist denn das für ein Quatsch? Jetzt geht's wieder ein Stückchen rechts. Das muss auch ein Bug sein. Ich hoffe, dass das behoben wird. Denn ohne Drohne ist dieses Spiel ja quasi an vielen Orten nicht spielbar. Denn ich muss ja spotten, wenn ich alleine in Solo bin. Beziehungsweise auch im Team. Muss ja auch einer spotten. Ne, ich kann nur links rum. Das gibt's ja nicht. Ich werde die Drohne später an einem anderen Ort nochmal testen. Ist natürlich möglich, dass genau dieser Ort hier buggy ist. Aber warum? Die Drohne ist nicht gestört. Es gibt ja, oder es gab in Wildlands ja Drohnenstörer, das wird es hier wahrscheinlich auch geben. Da konnte man die Drohne dann nicht einsetzen. Aber wie gesagt, ich kann hier nur links rumfliegen. Hier ist natürlich ein bisschen blöd, nur links rum.
Jetzt muss ich mir einen Kurs überlegen, dass ich mit der Drohne so fliege, um alles zu spotten. So, dann mal drauf auf die Gegner. Die müsste ich schaffen, auch alleine. Der eine Kerl ist zwar schwer bewaffnet, der da, aber vielleicht kriege ich den ja so weggedonnert. Ich kann nichts machen. Nicht wirklich. Und jetzt? Ah, das war jetzt Doofheit. Jetzt bin ich genau in die Kanone gerannt. Aber ich konnte nichts machen. Auf ein neues. Wer gerade genau aufgepasst hat, hat gesehen, dass meine Figur gesprungen ist. Und zwar, als der schwer bewaffnete ums Eck kam, bin ich so, ich sag mal, 3-4 Meter nach vorne gespawnt. Und war dann plötzlich vor dieser Kanone, obwohl ich da gar nicht hingelaufen bin. Also das Ganze jetzt nochmal. Vielleicht geht jetzt die Drohne besser. Scheiß passiert sein. Ein Helikopter mit Angriffsteams oder sowas. Ich glaub nichts mehr, was die Leute sagen. Scheiße, Kontakt! Da ich ja ungefähr weiß, wie viele Gegner jetzt auf mich zukommen, werde ich jetzt erstmal dieses Fahrzeug da zerstören und die Drohne gar nicht benutzen. So, weg ist es. Da kommt jetzt der nächste Kamerad. Der schwer bewaffnete. Oh. Ah, der frisst aber ordentlich Blei. Wenigstens stehe ich hier ganz gut. Und die Gegner scheinen auch noch nicht so clever zu sein, mich von hinten zu umzingeln. Der andere, der hat ein I. Ja, das war jetzt zu hoch, die Blendgranate. Den muss ich bestimmt nachher wie im Wildnetz auch befragen. Also verhören. Dazu sollte ich ihn aber wahrscheinlich nicht töten. Aber es wird nicht anders gehen, leider. Na, er liegt am Boden und hat noch eine Granate geschmissen. Ist weg. Und dann legst du hin und den Kerl verhören. Auch klasse. Jetzt ist während des Verhörens der Truck explodiert und ich konnte nicht verhören. Okay, Arschloch. Ich werde nur ein einziges Mal fragen. Wo ist Walker? Das ist alles. Ich habe alles erzählt. Mehr weiß ich nicht. Entweder war das jetzt auch wieder Bug, denn er hat mir ja gar nichts erzählt. Weibliches Ziel gesichtet.
Entweder ist mein Keyboard falsch belegt oder es ist wieder ein Bug. Ich würde mich jetzt nämlich gerne heilen. Aber auf Taste 8 und 9 passiert nichts. Normalerweise liegt da das Medkit und, wenn mich nicht alles täuscht, die Atropin-Spritze. Aber sie wählt das jetzt gerade nicht aus. Da werde ich das jetzt mal gleich hier in Ruhe in dieser, ja, Scale-Basis probieren. Da wird mir sogar noch erzählt, dass ich eine Spritze nehmen kann bei schweren Verletzungen und sonst ein Medkit brauche. Aber ich kann es nicht auswählen. Immer nur die Blendgranate. Also ganz merkwürdig. Ich gehe jetzt gleich nochmal in mein Inventar und gucke, ob das falsch belegt ist. Also normalerweise sind die Waffen 1 bis 3. Und dann 4, 5, 6 sind ja, Granaten oder andere Wurfwaffen. Und danach kommen die Medkits. Mal gucken hier. So, da unten sind sie doch. Nämlich die Handschuhe erstmal hier und die Stiefel. Damit ich besser werde. Die Waffen gucke ich mir gleich an. So, da unten sind meine 6 Zubehörteile. Verbandsmaterial, Spritzer, Blendgranate, normale Granate, Rauchgranate. Und das andere ist, glaube ich, sind, glaube ich, Kräuter. Heilkräuter. So, ich kann es aber nicht auswählen. Ganz merkwürdig. Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass genau dieser Stützpunkt irgendwie buggy ist. Die Drohne hat schon nicht richtig funktioniert. Mein Charakter bewegt sich merkwürdig. Und ich kann hier auswählen, was ich will. Jetzt werden die Waffen gewechselt. Ich komme nicht an mein Medkit. Ich werde jetzt mal versuchen, die Slots anders zu belegen. Gucken, ob dann was passiert. Nehme ich statt der Spritze mal das Fernglas. Ob ich das da drauflegen kann. So. So, jetzt habe ich das Fernglas. Verbandsmaterial ist da unten weiterhin. Das müsste, wie gesagt, die 8 sein. 1, 2, 3 sind die Waffen. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der Rest zum Heilen. Beziehungsweise die Granaten. Jetzt ist es noch harmlos, ich bin nicht so schwer verletzt, aber wie ist es dann erst im richtigen Kampf, wenn ich kein Medkit auswählen kann? Alle anderen Funktionalitäten gehen. Drohne geht, ich kann mich hinlegen. Nur Medkit kriege ich nicht. Warum auch immer. Granate wieder. Ich würde sagen, ich starte eine neue Runde, sage danke fürs Zusehen und tschüss.